Zoom. Um konstante Testzyklen zu gewährleisten, simuliere ich auch nachts Tageslicht und menge der Sauerstoffzufuhr Adrenalin bei. So verlierst du dein Zeitgefühl. Gestern war übrigens dein Geburtstag. Das interessiert dich vielleicht. Was soll ich interessieren? Ich habe heute Geburtstag. Ah. Keiner glaubt dir. Doch, wirklich. Ich bin mir sicher. Kann ich mich ducken? Nein, kann ich nicht. Kann ich mich ducken? Nein, kann ich nicht. Ja, ich habe wirklich Geburtstag. Ich habe versucht, den Portal gut zu machen. Nee, hab ich nicht geschafft. Nee, es war zu viel Arbeit. Ja. Komm schon, es ist immer zu viel Arbeit. Ich lieber in die Wand. Wo ist weiter nach links? So. Und erinnerst dich, dass ich ewig lebe und du in 60 Jahren tot bist? Ich habe ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für dich. Eher einen medizinischen Geburtstagseingriff. Also technisch gesehen ist es ein medizinisches Experiment. Wichtig ist, dass es ein Geschenk ist. Wie alt ist der eigentlich? 20? 90? Ein Ultramensch. 170 Jahre am Leben. Oder 1000. Achso. Da stimmt ja der... Deine Uhr sieht blöd aus. Der Schlaf. Das sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei anderen sieht er gut aus, doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht. Aber was kann ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Er war vielleicht... Warte, eine Frau. Trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor. Im Mode. Hallo. Aus Frankreich. Hallo, ha, ha, ja, ja. Wegmachen, dann an, aufnehmen. Boah, das war dumm. Nee, das war dumm. Husa, husa. So, hinter die Wand schon. Was? Hinter die Wand. Nee, das war ein Kamerading. Und da ist wieder Glas. Oh, pass auf. Warte mal, wenn... Ich muss den Kubus nehmen. Ist mir klar. Nicht gut. Los, doch, da. Guck, sieht aus wie erbrochen ist. Ah. Schießt dich gegen die Wand. Nee. Doch. Ah, da kommt. Ist hier ein Portal rüber noch? Nein. Schau links. Das war dumm. Kommst du wieder zurück? Nee, ich spring noch ein bisschen. Ah, du kannst von dir aus. Oh, fuck. Habe ich jetzt eins gemacht? Verstehe. Aha! Wie ich das wieder mal gemeistert habe, unglaublich. Ich bin gespeichert, so gut bin ich. Nimm mit. Oh, Massenschlaf! Na los, ich will dich schlagen. Soundeffekte. Schon machst du auch Soundeffekte? Warte mal, ich hab das Blaue, ja. Aber wie durch das Leben? Ich gehe die Liste der Testsubjekte im Hyperschlaf durch. Ich habe zwei mit deinem Nachnamen gefunden. Einen Mann und eine Frau. Wie klein die Welt doch ist. Hä? Ja und? Wie heißt sie mit Nachnamen? Die hat gar keinen Nachnamen. Schnell. Ja, das ist der Vorname. Ich hatte den Mann. Ich hatte gehört. Was? Ah, der... Nach dem Test wartet eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts. Nur so viel. Du triffst zwei Menschen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Okay. Ein Mann und eine Frau. War das nicht... Es gab doch mal ein Bild in Half-Life 2 oder so.
von, ich glaube, das war von Chell irgendwie, ist es nicht Elis Frau? Und mit dem Mädchen meint sie vielleicht Alex? Nein, die hast du noch nie getroffen. Wer weiß? Ja, als Kind? Als sie klein war? Ich glaube, der Mann, kennst du die Beta noch von Portline? Da gab es mal einen Mann, der hat mal einen Mann gespielt, schon davor. Ehrlich? Ja. So, was kann ich? Könnten ja auch die meinen. Na egal, wenn man die eh gleich treffen wird. Laser benutzen wir jetzt. Laser, ja, wo ist der Laser? Da oben war er eigentlich. Da oben Laser. Ja, und den muss ich. Verstehe. Jetzt kommt Massenschnetzel rein. Hallo. Gut. Bam! Schade. Ist ein Laser noch immer unten? Achso, die können ja nicht durchschießen, hab ich vergessen. Früher haben die immer auf die Scheibe geschossen. So. Ja, komm. Ja. Ich kann ja. Was mache ich denn? So. Das ist viel zu umständlich wieder. Bis jetzt finde ich. Wie ist dein erster Eindruck? Sagen wir mal so. Das sieht auch echt genial. Vor allem wenn ich jetzt. Oh. Die Witze sind. Die Witze sind echt hammer. Boah, toll! Wenn ihr euch so dämlich wie ich anstellt, dann ist das Spiel nichts für euch. Nee, Spaß. Kauft's euch. Verkaufszahlen erhöhen. Halt's mal. Atombombe ist so. Taktische Atombombe. Meinst du, wir kriegen es heute durch? Ja, locker. Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Amateur erstellt. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. Ja, aussehen war es. Wahrscheinlich muss jetzt die Kamera zu Ende machen. Okay. Die Teile hier immer abgehen, Mann. Was machst du? Okay, Tür geht auf. Laser geht durch. Schalter. Automatisch, du brauchst die Kurse. Okay, und die Brücke noch. Ne, warte, dann muss ich erst. Wie ich mich wieder anstelle, Joe. Ah ja, die bleibt so wieder. Haben dieses Geräusch wieder. Ja, und wie komme ich jetzt rein? So, das ist komplizierter. Okay, wenn ich. Nee. Stell mal den Kubus hier oben drauf. Hier drauf? Ja. Das ist der Laser blockiert und wenn du den. Ja, wenn du den. Okay, genau. Ich stecke ihn. Ja, wie du machst. Okay. Ich lege ihn zwischen den Laser. Hier es geht zum. Genau, es geht zum Teil und dann machst du es weg. Ah! So weit denkt kein normaler Mensch. Wieso? Schon im Ernst? Ich wette, du denkst, ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren. Bei den Gedanken kommen wir in Tränen. Wieder dran. Die Überraschung. Spannung. Ah, es kommen einfach ganz viele Geschütze und du wirst umgebracht. Das ist nett. Du mal oben auf dem Steuerkreuz Taschenlampe. Verarscht. Überraschung in 3. Oh, ganz viele Geschütze. 1. Ein Raum. Ich hab gelogen. Falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Mutter und Vater.
aber durch. Jo. Ja, und jetzt kommt hier die Überriesentestkamera. Überblick verschaffen, ja. Hier irgendwo muss ein Laser sein. Gibt's einen Kurbel, das ist hinten ein Schalter. Der schießt dann darüber. Oh, sorry, darüber. Berühren. Zwei. Ach so. Dann muss man erstmal so einen Teil. Das hier. Ach so, genau. Na, ah. Ein Laser und muss alle drei. Ja, ich muss drei. Ja, das ist klar. Du bist zu faul, bist den Weg da lang zu gehen, ohne Witz. Jetzt einfach in Zukunft immer sowas wie eine Review am Ende von. Hey, wie geht's? Ich habe mich wieder in die alte Nanobot-Regel eingeschleust, weil ich einen Schacht neu aufbaut. Die sind viel kleiner. Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mach grad Pause, Kumpel. Pause. Ah, alte durch, nur noch fünf. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry, wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Partner. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du, halte durch. Noch fünf Kammern. Magisch. Magisch. Was bist du denn? Magisch. Keine Ahnung. Haben wir es durch. Du kennst noch die alte Formel. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Nein. Ja.
kann schon mal, dass er dieses Ding. Schießt mich dann wieder raus. Ja. Ah, ich glaube, ich muss einfach nur auf die andere Seite. Okay, ich weiß. Ah. Jetzt. Na, Jerome, du weißt doch, Komödie ist Tragödie plus Zeit. Richtig. Mio. Ich frag mich echt, wie lang, die Macher gebraucht haben, um eine Kammer zum Beispiel, also nur eine Kammer zu erstellen. Weil teilweise sind die halt echt krank. Das jetzt zum Beispiel, ich meine, wer kommt aus so einer Idee? Das ist voll versaut. Da muss ich fahren. Andere Wand. Dann kannst du darüber fliegen und den Kubus mitnehmen. Ach so. Hab wieder versaut. Und tot. Zum Glück stirbt nicht so. Ja, willst du nicht erst die Geschütze platten? Mit dem Laser? Das ist so geil. Gefunden. Wie lange sollen wir die Parts machen, die hochgeladen werden? Keine Ahnung. Ich Kapitel oder so? Kann, ich weiß nicht. Das wird also zu lang. Ich finde 20 Minuten. Ja. Unseren Bestimmungen zufolge muss ich dich warnen, dass die nächste Testkammer sehr gut aussieht. Ja. Ganz recht, die Anlage ist wieder voll funktionstüchtig. Hier müssen die Laser rein. Drei Laser. Yep. Vielleicht woanders platzieren. Also nicht das hier, ich hab das andere gemacht. So. Die Musik. So, dass ich keins brauche. Jetzt. Das ist weiter. Was dann? Jetzt stirbst du.